Sie sagen, dieses Wunderland ist ein Teil des Paradieses selbst. Es war ein langer Weg bis zu den Gärten. Meine Knie sind aufgeschunden und blutig von den Dornen neben dem Wegesrand. Schlangen und Sirenen versuchten mich mit ihren hypnotischen Kräften zu verführen, aber ich widerstand ihren Rufen. Meine Seele ist nicht so verfault wie ihre. Ich habe ein reines Herz, unberührt von allem Bösen. Mein Weg wurde blockiert, als ich etwas von einem Baum herunterschwang. Ich betrachtete es genau. Ein Gesicht mit langem schwarzen Haar und einige dunkle Stoppeln, die dessen Kinn zierten. Sein Gesicht war erschlafft und seine Augen geschlossen. Es war ein toter Mann, welcher von einem Baum herunterhang. Ich trat mit Angst und Zweifel näher. Was machte ein erhängter Mann auf dem Weg zum Himmel? Ich betrachtete sein Gesicht, als er dies plötzlich hochriss und in meine Richtung drehte. Ich sprang ängstlich zurück. Der Mann öffnete seine Augen leer und erbarmungslos, bis sich diese auf mich fixierten. Er öffnete seinen Mund, um zu sprechen. Leise und brüchig flüsterte er: Perfektion ist der Abgrund. Verlasst diesen Ort jetzt, damit euch mein Schicksal nicht widerfährt. Ein Geist, festhängend auf dem Weg zum Himmel. Ich versuchte, ihn erneut zum Sprechen zu bewegen. Verwirrt und verstört darüber, was für eine Art von Strafe er gemeint hatte. Doch er reagierte nicht mehr und hang einfach nur noch leblos da. Ich blickte verwirrt, aber doch ängstlich auf die leblose Person. Wieso sollte ich Angst vor dem Paradies haben? Mit Sicherheit bin ich nicht auf dem falschen Weg. Der Mann erwähnte den Weg zum Himmel. Ich war frei von jeglicher Bosheit und Lust. Bestimmt würden sie mich passieren lassen. Vielleicht war dieser Mann auch nur ein Sünder, der nun seine Strafe erträgt, um Gnade zu erhalten. Ich ging weiter, ohne die Warnung des hängenden Mannes zu beachten. Außerdem trieb mich nun die Neugier, wieso dieser Mann etwas derartiges gesagt hatte. Sicherlich war da nichts, vor dem ich mich fürchten musste. Ich ging weiter, vorbei an den Ahornbäumen und Büschen. Meine Knie wurden erneut von den wilden und qualvollen Dornen zerkratzt. Ich hatte das Gefühl, als ob 1000 kleine Stacheln in meiner Haut stachen. Ich hoffte, dass das, was am Ende des Weges lag, diese Qualen wert waren. Ich beachtete die schleichende Versuchung und Gaunerei nicht, die mich umgab. Ich ging weiter, vorbei an den Bäumen und kam auf eine Ebene, wo ich sie fand, die Himmelstür. Ich ging langsam darauf zu und erinnerte mich an die Warnung des hängenden Mannes. Die große Tür war mit einem Schloss verhangen, doch die Umgebung darum war atemberaubend. Ich ging ein paar Schritte an einen Hang und blickte in die Ferne. Die Aussicht war großartig. Weite Grasfelder mit einem wunderschönen Nachthimmel. Diese endlose Weite aus tiefem Schwarz. Die Sterne schienen wunderschön im Himmel. Es war eine atemberaubende, göttliche Schönheit. Ich sah weiter durch das Tor hindurch und bewunderte diese Eleganz. Doch eine Sache störte mich massiv. Es war nicht eine einzige Person zu sehen. Nach kurzem Zögern umfasste ich vorsichtig den Riegel der Tür. Ich versuchte, sie zu öffnen. Dummerweise dachte ich, die Tür mit einem einfachen Ruck aufzubekommen. Aber so funktionierte es nicht. Ich versuchte es mit mehr Kraft, doch die Tür hielt stand. Schließlich zog ich mit all meiner Kraft, aber plötzlich fiel ich zurück auf den Boden. Ich hatte den Riegel in meinen Händen, aber die Tür war noch immer geschlossen. Ich fluchte etwas über die Sinnlosigkeit des Türriegels. Ich rüttelte gereizt an der Tür. Das Paradies wollte mich einfach nicht hineinlassen. Plötzlich sah ich ein Licht, doch im nächsten Moment begann die Tür zu brennen. Ich schrie vor Schmerzen. Ich blickte auf meine Hände, welche ich gerade von der Tür gezogen hatte, die nun große Brandblasen schlugen. Ich war verwirrt. Mein Leben war das eines Frommen. Ich hatte keine Verfehlungen. Beichtete meine Sünden? Zweifelte ich? Zweifelte ich an der Entscheidung des Himmels? Ich beschloss, Kehrt zu machen zu den Bäumen. Ich kam an einem Wasserfall vorbei und beschloss, darin meine Wunden zu kühlen. Ich wusch meine Hände im Wasser. Ich lächelte etwas, als die Kühle des Wassers meine Schmerzen besänftigte. Doch dann drangen Schreie in meine Ohren. Tausende verschiedene Stimmen, von jung bis alt, männlich und weiblich. Sie ächzten. Ich sah mich um. Ich sah viele, die beerdigt wurden, andere hangen einfach von den Bäumen. Ich zählte die Blätter des größten Baumes, während ich mir die Ohren zuhielt. Danach zählte ich die Spuren der toten Körper. Es waren genau gleich viele. Alle diese Stimmen, sie schrien das Gleiche. Zweite Chance. Sie wollten diesen Ort entkommen.
Sie flehten mich an, sie zu retten und sie auf den Pfad der Erlösung zu führen. Ich lebte fromm. Ich war ein guter Mensch. Ich war etwas Besseres als die Masse. Ich war rein und dann sah ich es. Eine so klare Erkenntnis. Hochmut. Wie konnte ich nur so dumm gewesen sein? Ich wusste nun, wo ich war. Die Hölle ist kein Ort großer Hitze. Keine Foltermeister, die dich zerfetzen. Kein Blut, keine Klingen. Die Hölle ist das Wartezimmer des Himmels. Ich drehte mich um und trat den Baumstamm. Es war der Baum, an dem ich zuerst angekommen war. Da kam etwas vom Baum herab. Eine leere Galgenschlaufe. Ich wusste nun, was ich zu tun hatte. Hi Leute, vielen Dank, dass ihr meine Geschichten hört. Wenn ihr mit mir in Verbindung bleiben wollt, lasst doch ein Abo da. Wer mehr wissen möchte, kann mir auch via Facebook oder Twitter folgen. Neben YouTube, Facebook und Twitter könnt ihr auch gerne in meinen Fanshop schauen. Dort gibt es neben T-Shirts und Handyhüllen auch jede Menge andere verrückte Dinge. Bis dahin, alles Gute. Never sleep again, euer Tyrion.